Herzlich willkommen zur Kaltakquise-Komplettanleitung für Agenturen und Berater, damit dein Vertrieb maximal effizient, kraftvoll und du auch systematisch gestalten kannst, planbar Neukunden gewinnst, unabhängig bist von Empfehlungen, keine schwankende Neukundengewinnung mehr hast, eine volle Pipeline bekommst. Ich zeige dir auch in der Komplettanleitung, wie du mit KPIs das Ganze steuern kannst und dass Telefonakquise wirklich planbar ist, im Gegensatz zu so vielen Mythen im Markt, wie zum Beispiel Werbeanzeigen schalten, wenn du unter 100.000 Euro bist. Oder auch irgendwelche LinkedIn-DMs, Instagram-DMs und wie du dich auch dann mittelfristig aus deinem Tagesgeschäft zurückziehen wirst und das Ganze mit einer gut gefüllten Pipeline, also dass du weißt, deine Vertriebler verkaufen und verkaufen und verkaufen. Für wen ist diese umfassende Anleitung geeignet? Für alle Agenturen und Berater, die systematisch neue Kunden gewinnen wollen und auch ein Hochpreisangebot haben und natürlich auch für die, die sagen, hey, ich möchte mich kurz, lang oder langfristig oder auch mittelfristig aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Und deswegen machst du das Ganze ja auch in der Regel, wenn du in diesen Branchen tätig bist. Wenn du alles alleine machst, liegen natürlich jetzt gerade am Anfang alle Aufgaben wie die Leadvorbereitung, Kaltakquise-Setting, Closing, alles bei dir. Wenn du bereits Vertriebsmitarbeiter hast, immer nur eine Aufgabe pro Person. Bedeutet für dich, es gibt einen Lead-Vorbereiter. Das heißt, jemand spielt die Leads in dein CRM-System. Das kann auch ein Scraping-Tool sein, das kann auch ein Lead-Anbieter sein, aber jemand muss da sein, der dir Leads reinspielt. Das soll nicht, wie es in vielen Unternehmen der Fall ist, der Verkäufer, Vertriebler muss die Leads selbst recherchieren, der muss selbst die Akquise machen, der muss selbst das Setting machen, der muss selbst das Closing machen und so weiter. So kannst du kein Systemvertrieb aufbauen, so kannst du nicht planbar jeden Monat konstant sechsstellig machen und so eben bleibst du immer in einem Hamsterrad gefangen. Das heißt, du delegierst die Aufgabe der Leadvorbereitung, der Kaltakquise, des Settings und Closings auf einzelne Mitarbeiter und so werden sie absolute Experten, weil sie immer nur eine Sache machen müssen. Kurz zu meinem Background auch. Hier siehst du mich mit meinem Geschäftspartner Elvis. Wir haben eine Handelsvertretung aufgebaut, haben mit der über die Kaltakquise für Marketingdienstleistung in 14 Monaten 1,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Alles durch Cold Calling. Und hier siehst du auch unsere Aushilfskräfte. Die haben uns im Durchschnitt 45 Stunden für uns gearbeitet im Monat und planbar und sicher 45 Termine gelegt. Und mein Job ist es, dir eben auch diese Gelddruckmaschine, dieses Vertriebssystem bei dir zu implementieren, damit du dich eben Schritt für Schritt höhere Umsätze machst und Schritt für Schritt auch aus dem Tagesgeschäft rausziehen kannst, beziehungsweise dein Unternehmen planbar, systematisiert und auch sicher läuft. Ein paar Kunden, für die wir das Ganze umgesetzt haben, ist zum Beispiel die Loadbee GmbH. Loadbee ist spezialisiert auf Markenkonzerne, zum Beispiel auf Louis Vuitton haben die als Kunden, Moët haben die Kunden als Kunden, also diesen ganzen LVMH-Konzern. Die haben Kunden wie zum Beispiel auch Nike, Adidas und so weiter und so fort, haben in der Regel lange Sales-Cycles. Und wir haben hier den Sales-Cycle im Durchschnitt von 3 Monate auf 10 Tage verkürzt durch den Vertriebsprozess, den wir dort implementiert haben. Und jeder Vertriebler ist im Durchschnitt von einem Termin auf 5 Termine pro Tag gekommen. Und das macht natürlich viel aus. Oder auch Olymp Agency, Webdesign- und SEO-Agentur von 6.000 Euro Monatsumsatz auf über 100.000 Euro im Monat skaliert. Auch Jan von Benchmark Media Solution, der kam bei uns mit 0 Euro an, hat neu gegründet, haben wir auch auf konstant sechsstellig im Monat skaliert durch unsere Vertriebssysteme und unser Mentoring. Oder eben auch Patrick von Vogelfrei Solutions, der kam schon mit 20.000 Euro Cashflow auf uns zu. Dem haben wir einige Stellschrauben, wie zum Beispiel das Angebot angepasst. Wir haben Follow-up-Prozesse angepasst und wir haben Retainer-Angebote aufgebaut. Und damit ist er dann alleine nur aus seinem Bestand schon im ersten Monat auf über sechsstellig gekommen. Viele Unternehmen haben die Herausforderung und vielleicht auch du hast ein zu breites Leistungsspektrum ohne klare Fokussierung. Du hast das fehlende Verständnis. Du bist nicht richtig informiert, was die Bedürfnisse deiner Kunden sind. Du bist unklar, wie du den Bedarf erkennen kannst. Deine Vertriebsmitarbeiter performen nicht. Du schaffst es nicht, die einfach zum Laufen zu bringen. Du hast Herausforderungen schon in der Kaltakquise, den Entscheidungsträger
zu erreichen. Du hast zu wenig Termine pro Vertriebler in deinem Terminkalender. Deswegen ist vielleicht auch die Fluktuation bei dir hoch oder aber sie closen nicht und sind deswegen demotiviert und stecken dein ganzes Team an. Du hast fehlende CRM-System, keine Struktur. Du vergisst Follow-ups, du vergisst gute Leads, du vergisst offene Angebote, deine Vertriebler vergessen es. Einfach, weil du kein klares CRM-System mit Automatisierungen angepasst hast. Du trackst deine KPIs nicht. Du hast einen starken, hohen Wettbewerb und natürlich jeder Anruf zählt, jeder Kontakt zählt. Es gibt Leute, wenn du jetzt gerade nicht anrufst, gewinnt ein anderer den Kunden. Und ganz entscheidend ist auch, wenn du immer noch, ich habe letztens ein Erstgespräch geführt mit einer Agenturinhaberin, die verkauft noch Stundensätze, 80 Euro die Stunde. Kein Wunder, dass die unglücklich war und ihr gesamtes Business, obwohl die es schon seit 20 Jahren macht, über Bord schmeißen wollte. Am Ende des Tages zeigt mir ein Unternehmen, das im Verkauf erfolgreich ist und ich zeige dir ein Unternehmen, das enorm erfolgreich ist. Vertrieb, Verkauf zieht sich wie ein roter Faden durch unser gesamtes Unternehmerleben. Und ich sag dir was, ein effizientes Vertriebsteam macht einen Unterschied von mehreren hunderttausend Euro. In der Agentur haben wir in den besten Monaten 600.000 Euro durch Cold Calling gemacht. Am Ende des Tages, Erfolg beginnt im Kopf. Die häufigsten Blockaden, die dich abhalten, jeden Monat sechsstellig zu machen, sind Ablehnung und Angst vor Zurückweisung. Du glaubst, es ist ineffektiv. Du machst dir Sorgen um deinen Ruf. Vielleicht auch mangelndes Selbstvertrauen. Hey, verstehe ich, hatte ich auch. Vielleicht aber auch schlechte Vorbereitung. Vielleicht einfach auch denkst du, dass andere Methoden besser sind. Vielleicht ist es auch der Zeitaufwand, dass du denkst, es ist zu viel zeitintensiv für zu wenig Wert. Allerdings ist dann einfach dein Angebot falsch konzipiert, wenn es nicht über Akquisiteure skalierbar ist, über Mitarbeiter. Und es kann auch sein, dass du ethische Bedenken hast, dass du einfach sagst, hey, ich will niemanden auf die Pelle rücken, ich will niemanden nerven. Wichtiges Mindset-Shift, warum überhaupt Cold Calling? Cold Calling ist die schnellste, einfachste und beste Möglichkeit, planbar neue Leads, Termine und Kunden zu gewinnen. Du kannst es vollkommen systematisieren und skalieren. Es ist perfekt messbar und du kannst individuell drauf coachen, deine Leute. Die Vorteile sind, du hast eine hohe Messbarkeit, du kannst planbar neue Kunden gewinnen und kannst richtig geil skalieren. Im Vergleich zu Ads, E-Mail-Marketing oder Social-Media-Nachrichten. Ganz einfach. Was sind die Voraussetzungen, damit dein Telefonvertrieb zu 110% funktioniert? Du hast einen klaren, funktionierenden Sales-Prozess über die Lead-Vorbereitung, die Akquise, das Qualifizierungsgespräch und das Closing-Gespräch. Hab ein positives Mindset, mach Power-Hours, mach feste Akquise-Zeitblöcke, habe ein klares, validiertes Angebot, was verkaufbar ist, was verständlich ist und was auch Ergebnisse produziert, was auch dein Vertrieb kennt, damit sie von deinem Angebot überzeugt sind. Und zusätzlich ist wichtig, dass du eben ein Vertriebsteam aufbaust und gleich auch zum Rollen bringst, indem du eben systematische Onboarding-Systeme mit einimplementierst. Ein paar Tools und Systeme gebe ich dir mit an die Hand. Ich empfehle dir HubSpot als CRM-System, nutze Automatisierung wie zum Beispiel Zapier, um einfach Prozesse schneller zu machen. Es gibt Leads, du kannst Leads scrapen oder auch Lead-Anbieter wie Dealfront nutzen. Nutze Terminerinnerungen. HubSpot bietet dir E-Mail-Terminerinnerungen und es gibt auch viele Anbieter, wo du noch SMS-Erinnerungen rausschicken kannst und nutze einen Power-Dialer. Ich habe früher mal gesagt, 80 Anwahlen am Tag. Mit Power-Dialer sind es 200, weil du über Listen einfach immer wieder den nächsten ancallst und automatisch die Spracherkennung erkennt und eine Notiz erstellt und in deinem CRM hinterlegt. Wichtig ist, dass du deinen gesamten Vertriebsprozess zentral, dezentral dokumentiert hast über Akquiseskripte, Qualifizierungsskripte, Closing-Skripte und Einwandbehandlung. Die stehen dann natürlich jeweils immer auf diesem Skript unten. Wichtig ist, tracke Erstgespräch, wie viele gelegt wurden, wie viele sind stattgefunden, was waren die No-Shows, genauso im Setting, genauso im Strategiegespräch, wie viele Kunden wurden gewonnen, wie viele Kunden wurden nicht geclosed und wie ist dein 30-Tages-Geldeingang von den gewonnenen Kunden. Ganz, ganz entscheidend. Bevor ich dir jetzt noch ein Skript mitgebe, du kriegst eine gesamte Komplettanleitung in insgesamt 4 Modulen, kostenlos in meinem Online-Training der Telefonakquise Masterclass. Den Link dazu
findest du unten in der Beschreibung, ist kostenfrei, ist ein Online-Training, kannst du dir jetzt sichern. Ich gebe dir jetzt aber nochmal ein, das ist eine Version vom Akquise-Call-Leitfaden, der so direkt, kurz, knapp, auf den Punkt mit Interesse weckend sind. Es gibt natürlich noch weichere Akquise-Skripte, die je nach Menschentyp besser funktionieren, aber dieses Skript ist einfach leicht, kurz und knapp und super für dich als Agentur oder Berater anwendbar. Hallo Herr Müller, ich habe gesehen, Sie schalten Werbung bei Google um Neukundenanfragen, um Mitarbeiteranfragen, um XYZ zu erhalten. Jetzt sprichst du einen Schmerz an. Kennst du da schon die Herausforderung, dass du teilweise ab 13 Uhr nicht mehr sichtbar bist, weil dein Tagesbudget weggeklickt worden ist? Jetzt wartest du kurz ab. Egal, was der Kunde sagt, du wächst jetzt Neugierde und sagst, es gibt neue Möglichkeiten, wie sie bei den Google-Werbeanzeigen weniger bezahlen, aber mehr Anfragen über Google bekommen. Und damit du das Ganze kostenfrei überprüfen kannst, hast du jetzt die Möglichkeit, mit einem Berater bei uns im Haus 15 Minuten das Ganze kostenlos zu erfahren. Deshalb meine Frage, du bekommst natürlich alle Infos über die Terminbestätigung. Achtung, dafür habe ich so lange gebraucht. Das hat mir diesen Einwand, schicken Sie mir ein paar Infos, so geil weggenommen. Ich habe viele Termine nicht vereinbart, weil ich diese Vorwegnahme nicht hatte. Und dann gehst du über in den Terminpitch, dann passt es dir da morgen besser, lieber um 10 oder um 16 Uhr. Wichtig ist natürlich auch deine Intonation. Das ist wichtig, dass du die Wörter richtig betonst. Kommen wir jetzt zum Vertriebsaufbau. Wie findest du richtige Leute für deinen Vertrieb? Mach eine Anzeige auf Social Media. Im zweiten Schritt landet der Interessent auf einer Karriereseite. Der macht es einfach und indem er per Klick eine Bewerbung einreicht. Jetzt machst du ein erstes Interview via Zoom, machst ein zweites Interview persönlich vor Ort, machst eine Probearbeit 14 Tage und stellst ihn jetzt ein oder ab. Bei der Einstellung gibst du ihm eine Onboarding Academy mit Erklärvideos, Checklisten, Leitfäden und Arbeitsabläufen. Das heißt, in dem Moment, wo du ihm den Arbeitsvertrag unterschreiben lässt, schaltest du ihm die Zugänge frei. Jetzt geht er nach Hause und kann das Ganze dann eben abdrehen. Neue Vertriebler zahlen sich dadurch natürlich von selbst aus. Wir cutten nochmal. Teamaufbau und Onboarding. Also wie baust du jetzt ein gutes Verkaufsteam von A-Plan auf? Wie findest du die auch? Schalte als erstes eine Anzeige auf Social Media. Danach landet der Interessent auf einer Karriereseite. Jetzt wird auf der Karriereseite seine Bewerbung eingereicht. Du machst im Schritt 4 ein erstes Interview via Zoom oder Telefon, machst jetzt ein zweites Interview persönlich vor Ort, machst eine Probearbeit 14 Tage aus und sagst jetzt zu oder sagst eben ab. Wenn du ihn einstellst, in dem Moment, wo er dir den Vertrag unterzeichnet, gibst du ihm jetzt die Erklärvideos, die Checklisten, die dort alle aufgeführt sind, Leitfäden, sowieso Arbeitsabläufe. Also du gibst ihm jetzt den Zugang zum Online-Einarbeitungssystem und jetzt arbeitet er sich automatisiert ein. Wenn du in dem ganzen Format, wenn du Unternehmer bist, wenn du sagst, ey Luca, ich habe da noch ein paar Herausforderungen, wo du mir möglicherweise helfen kannst. Ich unterstütze B2B-Unternehmen beratend als externe Chief Sales Officer. Das heißt, ich berate dich und dein Vertriebsteam in 1:1-Calls auch. Du erhältst von mir natürlich auch maßgeschneiderte Vorlagen, natürlich auch um Mitarbeiter oder auch neue Kunden zu gewinnen. Wir haben auch ein Programm, wo wir wöchentliche Live-Calls anbieten, um eben Probleme im Vertrieb einfach schneller bei dir zu lösen. Wir beraten dich ganz klar auch zu deiner Positionierung und auch zur Vermarktung deines Angebotes sowie auch der Schulung deiner Vertriebsmitarbeiter. Zum Beispiel bei der Firma Loadbee habe ich dort eben ein Sales-Seminar gemacht bei denen vor Ort 5 Tage. Da war ein halber Tag Seminar, ein halber Tag war immer live Praxisanwendung. Da sind wir direkt in die Praxis gegangen. Praxis Sales Weeks. Du kannst auch mit deinem Team zu mir kommen oder eben, wie eben bereits erwähnt, ich komme zu dir. Das geht natürlich auch. Vereinbare jetzt gerne, wenn du hier mehr zu erfahren möchtest, mehr wissen willst, kostenlos dein individuelles Erstgespräch. Ich verlinke das auch nochmal unten in der Beschreibung. Dann kommst du auf diese Seite hier, kannst dich kostenlos hier eintragen und dann rufen wir dich
an. Und dort schauen wir eben, macht was Sinn, wie macht es Sinn. Du kriegst auch schon von uns erste Inhalte. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Anleitung helfen. Gib 110%, dein Luca.